So, meine Damen und Herren, einige kennen von Ihnen Brontosalvo Deroven RDL. Nein, wir spielen hier einfach ein bisschen falsch, das gebe ich ja zu. Und zwar haben wir ein Hütchenspiel mit Karten sozusagen. Ja? Wir haben hier drei verschiedene Karten, zwei schwarze Karten und eine rote Karte. Ja? Die rote Karte ist immer die Gewinnerkarte, deshalb müssen Sie auch immer auf die rote Karte achten. Das ist ganz wichtig bei diesem Spiel. So. Wir mischen diese Karten nun einmal durch und ich frage Sie nun, wenn ich hier die linke Karte, das heißt die rote Karte, auf die linke Seite lege, was habe ich auf der Hand? Richtig, noch zwei schwarze Karten. So ist es gut. Wir haben also hier rot, dann haben wir schwarz und eine dritte schwarze Karte. Ich werde jetzt zunächst einmal mischen. Nicht zu schnell, nicht zu langsam. Sie werden es wahrscheinlich direkt sehen. Sie brauchen noch ein bisschen und Ihnen ist es vollkommen egal. Okidoki. Rot, schwarz, schwarz. Wir machen es 1, 2, 3 und 4. Wo ist die rote Karte? Wahrscheinlich sagen Sie hier, dann haben Sie gut aufgepasst. Hätte ich jetzt auch gesagt, ist sie aber natürlich nicht. Ja? Auf der linken Seite ist sie genauso wenig. Immer in der Mitte, habe ich vielleicht vergessen zu sagen, die rote Karte ist immer in der Mitte. So, gut, das war aber erstmal zum Baumachen, das ist ja überhaupt kein Problem. Wir haben noch einmal eine kleine Kontrollfrage, damit Sie auch vor der Kamera sehen können, beziehungsweise hinter der Kamera sehen können, ob Sie das Spiel verstehen. Wir haben hier rot, schwarz, schwarz. Wenn ich die rote Karte, die äußere Karte nehme und hier auf die linke Seite tue, was habe ich in der Hand? Sie haben vollkommen richtig geraten, und zwar zwei schwarze Karten. Sie sehen, ich schummle immer erst zum Schluss, nie am Anfang. Wir haben hier rot, dann haben wir eine schwarze und eine dritte schwarze Karte. Ich mache es zunächst einmal etwas langsamer für Sie. Und zwar mache ich zuerst mal nur einen Austausch. So, es ist noch einfach, so gut bin ich auch nicht. Die rote ist dann hier, hier ist die schwarze, hier ist auch die schwarze, die wir mal aus dem Spiel rauslassen. Jetzt werde ich meinen superschnellen Tischmischstrick machen. Sie müssen den, ich muss den anzählen, weil ansonsten könnten Sie ihn gar nicht sehen. Ich zähle auf drei an und dann mache ich meinen schnellen Tischmischstrick. Eins, zwei, drei, so, wo ist jetzt die rote Karte? Links oder rechts? Sie denken wahrscheinlich immer in der Mitte. Das waren, dann liegen Sie gar nicht so schlecht, aber so gut auch wieder nicht, weil manchmal ist die Karte auch hier auf der linken Seite. Gut, aber ich kann Sie beruhigen, es liegt nicht an Ihren Augen. Sie können nämlich überhaupt nicht bei diesem Spiel gewinnen, weil Sie haben nur zwei Augen und ich habe drei Karten, wie Sie sehen. Deshalb gebe ich Ihnen heute mal eine kleine Chance und tue eine der beiden schwarzen Karten einmal aus dem Spiel heraus. Wir spielen also nur noch mit einer roten und einer schwarzen Karte. Das dürfte jetzt nicht so schwierig für Sie sein. Ich werde Sie in der Luft noch mischen, nicht, dass Sie denken, ich hätte hier irgendwas präpariert. Also, wir haben hier rot und schwarz. Ich drehe sie ganz langsam um und werde sie vor Ihren Augen in der Luft mischen. Eins, zwei und drei. So, meine Damen und Herren, was meinen Sie, wo ist die rote Karte? Es ist eigentlich vollkommen egal. Wenn Sie sagen, die rote Karte wäre hier, wäre es vollkommen egal, weil sie nicht da ist. Wenn Sie denken, die rote Karte wäre hier, ist es auch egal. Weil manchmal, das habe ich eben vergessen zu sagen, ist die rote Karte auch auf der linken Seite. Meine Damen und Herren, und was lernen Sie daraus? Spielen Sie niemals mit einem Zauberer um Geld und engagieren Sie den Fallspieler Mr. Mark Magic. Ich empfehle dich.